Dann machen wir noch mal ein bisschen justieren. Okay, machen wir mal so. Ja, so als kleine Anlehnung an die ganz alte 8-Bit-Ära der Docking-Computer einer Cobra MK3 bei dem Landeanflug an der Lave-Raumstation. Ja. Ach, ist das herrlich. Also, das erinnert mich wirklich mehr so an schöne alte Zeiten. Raumschiffe müssen sich dann einfach drehen, so schön in der Achse. Ach ja. Juhu! Weltraum! Und das war so die Zeit gewesen, wo es bei mir gezündet hatte. Also, wie gesagt, es ist schon bei mir ein bisschen länger her. Und es ist einfach mal so, es gibt einfach mal Dinge im Leben, die sind, wie sie sind. Da kann man machen, was man will. Ach, herrlich. So, wir haben natürlich eine schöne Abweichung. Ja. Ach, die schöne Cobra MK3. Ich bin übrigens noch am Überlegen, ob ich mal eine Cobra MK3 hier im Kerbal Space Programm nachbaue. Ist immer noch so eine fixe Idee von mir. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es realisiere, wenn ich es realisiere. Bei der Musik müssten die Steuerdüsen aber im Takt gezündet werden. Ja, könnte man machen. Einer meiner Lieblings-Weltraumfilme in jüngster Zeit ist bei mir definitiv Sunshine, okay. Den Docking-Computer mit der Mucke gibt's auch in Elite Dangerous. Ich weiß, Dynon Force, ich hab Elite Dangerous. Ich hab da mal den Docking-Computer einmal verwendet. Dann habe ich ihn aber, rausgeschmissen, weil ich hauptsächlich Trader bin. Und wenn man Trader ist, ist das die Sache so, dass man ja jeden Gramm woanders braucht. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hier hinkriegen. Wir machen mal Docking mit jetzt Rotation. Wie geil ist das, ey? Ja, wir kommen ganz schön in Rotation, wie man sieht. Ach du Schande. Eieieiei, das arme Schiffchen. Das heißt, wir werden uns nochmal ausrichten. Ah. So ist schön. Ja, allzu weit sind wir nicht mal weg. Oh, 160 Meter noch. Ja, der gute Herr Johann Sebastian von Strauß hat übrigens diese Musik gemacht in Anlehnung eigentlich eines Flusses, der Donau. Und durch einen Weltraumfilm ist das überhaupt erst zu einem Weltraumlied geworden, ne? Und ihr wisst bestimmt, welchen Weltraumfilm ich meine. Ich werde ihn jetzt mal nicht nennen. Mal sehen, wer den als erstes tippt. Hast du gleich künstliche Schwerkraft auf den Ding? Genau. Ja. Dafür hat man es ja eigentlich auf der Raumstation nachher gehabt. Ja? Wegen der künstlichen Schwerkraft. Artificial Gravity.
Aha. So ist das. Oh, ist das herrlich. Übrigens, die Musik, die ihr jetzt gerade hört, das ist sozusagen über YouTube lizenzierte. Das heißt, die kann ich sogar bei meinen YouTube-Videos verwenden. Ne? So, da meckern die nicht. Und da haben die sozusagen in ihre Sound-Library drin. Finde ich sehr schön, dass die auch sowas drin haben. Nicht nur Dubstep oder sowas. Es gibt ja so extrem viele Kerbal Space Program-Spieler, die richtig viel Dubstep nur haben. So, wir werden mal ein bisschen abbremsen. Genau, die GEMA. Das Schwarze Loch war so ein Film mit klassischem... Oh, das Schwarze Loch war Hammer. Und beim Schwarzen Loch gibt es eine lustige Anekdote. Ich habe damals gedacht, dass das irgendwie ein sehr ernsthafter Film war und so weiter. Und als ich jetzt mir vor kurzer Zeit, komme ich jetzt daran oder nicht? Aber wir machen mal kurz den hier an. Ja, haben wir ihn jetzt erwischt oder nicht erwischt? Ich weiß es nicht. Das sieht man gerade sehr schlecht. Ah, da rotiert das Ding noch weiter. Ja, justier dir mal ein bisschen nach. Ja, so, okay. Ja, Schwarze Loch hat genossen. Und wie gesagt, also was mich ein bisschen verblüfft hatte, der ist von Walt Disney. Das hatte mich, also wie gesagt, als ich die DVD geholt hatte, ich hatte ihn damals früher irgendwie mal Spätnachtprogramm gesehen. Das war so reiner Zufall gewesen, also schon etliche Jahre her. Und dann habe ich mich irgendwie an den Film mal wieder erinnert und habe gedacht, eigentlich hätte ich mir den mal Lust, den anzuschauen. Und dann habe ich mir den halt gekauft und dann habe ich auf die Packung geguckt und habe ich mich gewundert, warum steht denn da Walt Disney drauf? Ne? Gut, wir haben das Teil eingesammelt. Wir haben angedockt. Das heißt, wir können ganz normal wieder auf die Kerbal-Musik schalten. Kerbal, 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 Kerbal. Musik, danke sehr. Gib ihm mal eins her. Geben wir mal 10. Wir geben mal ein bisschen mehr rauf jetzt. So, accept, danke. Gut, okay, passt schon. Die zwei Robots werden auch witzig, genau. Es gibt noch einen anderen tollen Film, den habe ich leider noch nicht auf DVD, den will ich mir nochmal holen. Und das ist Lautlos im Weltraum. Das ist nachher, wo diese Biokuppeln waren, die sie nachher irgendwann abgesprengt haben. Da habe ich den ganzen Film auch nie richtig gesehen. Das kam auch irgendwie in ein Armprogramm. Den wollte ich dann auch immer anschauen. So, wir warpen wieder hier rüber. Halt ein bisschen weiter noch hier rein. Wir kommen hier rein. Halt, warte mal. Die Position hier, genau. So. Ja, das sind die Vorgänger von Wall-E, genau. Das sind die Vorgänger von Wall-E. Ja. Ja, der ist sehr langwierig, der Film. Stimmt, ist ein sehr langes Teil. Und dann gibt's auch noch einen anderen Film, der war auch geil, so mit einer sprechenden Bombe. Wie hieß denn der? Der war auch geil. Da haben die sozusagen Planeten weggesprengt. Für so eine Hyperraumroute. Nee, ich meine jetzt nicht per Anhalter durch die Galaxie, sondern komme ich jetzt nicht drauf. Letztens wusste ich den Titel noch. Ah. Moon, wüsste ich jetzt nicht. Ah, genau, Darkstar. Genau, Darkstar. Korrekt, ja. Genau. Ja, aus den 70ern. Auf jeden Fall. So, wir machen unser Standard-Exos-Recover-Manöver. Das heißt, wir gehen runter auf 30k. So, 30k haben wir. Wir gehen wieder in Time Warp rein, wo wir dann gleich wieder rausgeschmissen werden. Ja, sprechende Bombe. Die hatte so eine kleine psychologische Störung, die Bombe, ja. Die hatte halt ein paar Mal einen Auftrag bekommen zu explodieren
und fängt dann an, fängt zu diskutieren, da so nach dem Motto, ja, über die Existenz und solche Geschichten. Ja. Eine ziemlich strange Bombe, ja. was das für Geräusche? Nein, das ist kein 56K Modem, das ist SSTV. Es ist Single, die Slow Single Band, jetzt kriegst du den, wenn ich ihn, warte mal. Single Sideband TV. Slow Scan, nicht Single Side, Mann. Slow Scan TV ist das, und das Lustige ist, wenn du ein Programm hast, das dieses Signal dekodieren kann, das ist nämlich ein echtes Signal, dann hast du ein Bild. Ja, ja, genau, das war's gewesen. Das ist so viel mal so Dinger dazu. So, was haben wir da noch? Genau, die philosophiert übers Leben, die Bombe, genau. Ja, wie gesagt, ein sehr schöner Film. Halt, wir müssen auf die Glühphase warten. Das war wieder 50 Kilos. Das heißt, wir fallen mal runter. Ratter, ratter, ratter. Machen wir gleich die ersten dynamischen Prozesse. Naja, die fangen ja schon langsam an. Das sieht nach einer Ablator aus, den wir hier runterholen, ne? Ja, das sieht nach einer Ablator aus. Ja, wir haben einmal einen Ablator, den wir sowieso absprengen, und dann haben wir da vorne nochmal einen Ablator. Hallöchen, ne? Wie ich da was merke. That is the time of all Ablators. So, gut. Wir bremsen. Sehr schön. Wie sieht der Fuel aus? Fuel sieht gut aus. Wie sieht denn Propellanten aus? Ja, Propellanten sehen auch gut aus. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme mal die Propellanten auch noch zum Abbremsen. Wenn wir sie noch haben, warum nicht? Dann drücke ich die mal rein. Ist zwar eigentlich nur ein Gramm-Effekt, aber... Meine Güte, wir haben's. Ne? Warum sollen wir die auch nicht reinheizen? Ne? Wo kommen wir denn jetzt runter? Ah, das könnte hier diese Gegend werden. Mal gucken, welche Kurve wir hinkriegen. Also ungefähr hier. Schauen wir mal. Wir sind noch ziemlich flott unterwegs, aber wir bauen das Tempo gut ab. Den Trailer zu Rogue One. Das war hier dieser Star Wars, der neue, wa? Ich bin halt noch Zuschauer der alten Star Wars Filme. Ich kann den neuen Star Wars Film irgendwie wirklich nicht, was abgewonnen. Der Zockerjair ist wieder da. Hallöchen, Zockerjair. Was geht ab? Was geht ab? Wir machen noch eine Recover-Mission hier gerade. Und dann schauen wir mal, ob wir eine erweiterte Dings-Mission bekommen für Satelliten. Lanet mehr Stream sehen. Aha, genau. Ja, stimmt. Du hast mich lange nicht mehr gesehen. Hat damit zu tun gehabt. Ich habe sehr viel Real-Life-Stress. Deshalb streame ich jetzt auch nicht mehr sonntags. Außer vielleicht mal vormittags mit Dinosaurier was. Aber der richtige Kerbis Space Programm Stream, der ist jetzt vom Sonntag auf den Samstag gewandert. Das ist die erste Änderung. Und ich, wie gesagt, bin halt noch am gucken, ob ich bei meiner Arbeit irgendwie noch was ändern kann. Weil die Entwicklungen, die jetzt aktuell da stattfinden, die kann ich nicht so ganz wirklich mit mir tragen. Und halt auch einiges Personalpolitisches da ist halt. Und solche Geschichten halt, ja. Gut, wir drücken noch die Monopropsen raus. Habt ihr ganze Zeit nie gesehen. Ja, ist doch richtig. Ich hab seit, wo wir die Mondbasis angefangen aufzubauen. Das ist schon eine ganze Weile her. Halt, falsche Richtung. Wir sprengen das Ding hier ab. Danke sehr. Dann gehen wir so rum. Bis zu dem Zeitpunkt jetzt sozusagen nicht gestreamt wirklich. Schaffst du schon alles? Ja, keine Ahnung, ob ich das alles schaffen werde. Aber wie gesagt, damals im November hatte ich den letzten Stream gemacht. Also den letzten Regulärstream. Und vorletzte Woche Samstag hatte ich den 1.1 Pre-Release-Stream gehabt. Oder hat mal Dinos gestreamt? Ich weiß das jetzt gar nicht. Hat mal Dinos, glaube ich, war. Der davor war Pre-Release-Stream. Naja,